Herr Schulze-Ronhoff ist ein Ex-Generalmajor, geboren im Mai 1939 in Weimar. Er war in der Bundeswehr. Er ist Verfasser von mehreren Büchern. Ihm ist es ein Anliegen, Schüler, Studenten und Lehrer zu erreichen, um den Gymnasial- und Universitätsunterricht in der Geschichtslehre fundamental zu erneuern. Er ist Konferenzredner, er dient aber auch immer wieder an solchen Konferenzen wie heute an einem breiten, interessierten Publikum. Als ehemaliger Generalmajor in einer Generalstabsausbildung in der NATO, dann war er jahrzehntelang Kommandeur einer Panzergrenadierbrigade, einer Panzertruppenschule und zweier Panzerdivisionen. Somit versteht er gewiss etwas von militärischen Zusammenhängen und kriegerischen Auseinandersetzungen. Seine Veröffentlichungen, er hat Bücher, liegen heute auf seinem Büchertisch auf. Und zwar geht es da zuerst einmal um ein Buch, das tschechisch-deutsche Drama von 1918 bis 1939. Dann auch eine VHS-Videodokumentation, ein unvermeidlicher Krieg, der Weg zum 1. September 1939. Dann das Buch Wozu noch tapfer sein und dann das Buch Der Krieg, der viele Väter hatte, aus dessen Inhalt auch sein heutiges Referat zum Zweiten Weltkrieg, zu dem langen Anlauf zum Zweiten Weltkrieg schöpft. Die öffentliche Geschichtsschreibung ist nicht dieselbe. Er widerspricht ihr aber mit einer Weisheit, die man einfach gehört haben muss. Auch Herr Schulzes Gegenstimme wird von den Medien und von Geschichtsschreiben oder soll ich sagen Geschichtshütern verunglimpft. Ja? Aber wir sagen, was soll es? Aus irgendeinem Grund gibt es ja schließlich die AZK. Er darf hier reden. In dem Sinn bitte ich Sie nach oben, Ex-General Major Schulze-Ronhoff. Herzlich willkommen. Meine lieben Damen, sehr geehrter Herr Sasek, meine werten Herren, liebe Kinder, ich sehe mit großer Freude, dass ich hier ein überwiegend junges Auditorium habe. Das erinnert mich aber schmerzlich an die Weisheit der alten 68er, die gesagt haben, traue niemand über 30. Und so muss ich Sie als erstes dafür um Entschuldigung bitten, dass ich älter aussehe als 30. Herr Sasek, herzlichen Dank für die Einladung. Sie haben mich eingeladen, über die Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs vorzutragen und damit auch über einen Ausschnitt des Buches 1939, Der Krieg, der viele Väter hatte. Vor ein paar Jahren habe ich ausländische Geschichtsbücher gelesen und dabei fand ich zu meinem großen Erstaunen, dass dort die Geschichte, die zum Zweiten Weltkrieg geführt hat, von manchen Historikern etwas anderes beschrieben wird als in der üblichen deutschen Geschichtsschreibung. Ich las dort, dass diese ausländischen Historiker ihren Regierungen der 20er und 30er Jahre anlasten. Sie hätten den Zweiten Weltkrieg verhindern können, wenn sie es nur gewollt hätten. Und manche gehen sogar so weit, ihren Regierungen anzulasten, sie hätten den Krieg mit angezettelt. Solches hatte ich in deutscher Literatur nie gelesen und da bin ich neugierig geworden. Ich habe nachgelesen, in welchen Quellen und mit welchen Quellen diese Historiker ihre Behauptungen belegen. Ich habe mehr gelesen in Quellen, Archiven und Akten gesucht. Und damit hänge ich an dem Thema, wer eigentlich den Zweiten Weltkrieg angezettelt hat. Ich war von dem, was ich mir in ausländischer Literatur und durch Akteneinsicht in den Archiven erschlossen hat, so fasziniert, dass ich irgendwann beschlossen habe, das Ganze zusammenzufassen und in einem Buch zu veröffentlichen. Und so entstand dieses Buch 1939, Der Krieg, der viele Väter hatte. Nun ist der Titel des Buchs ein bisschen irreführend, denn das Schlüsselwort sind die vielen Väter und nicht der Krieg.
Und deshalb heißt das Buch richtigstellenderweise im Untertitel auch Der lange Anlauf zum Zweiten Weltkrieg. Ich spreche also über die Vorgeschichte des Krieges und nicht über den Krieg. Nicht über die beiderseitigen Gräueltaten im Krieg. Nicht über das NS-Regime und nicht über die Judenverfolgung und Vernichtung im Krieg. Das ist nicht mein Thema. Ich sage das hier so ausführlich, ausdrücklich, weil mir manchmal nach einem solchen Vortrag der Vorwurf gemacht wird, ich hätte ja die Verbrechen Hitlers und der NS-Zeit unterschlagen. Die Kernaussage des Buches lautet, dass Deutschland bzw. Adolf Hitler den Zweiten Weltkrieg ausgelöst hat, aber nicht allein verursacht hat. Auslösen, verursachen sind zwei unterschiedliche Dinge. Der Schweizer Historiker Sascha Zahler hat zu diesem Thema einmal sinngemäß geschrieben: Nach dem Ersten Weltkrieg haben sich die deutschen Historiker sofort daran begeben, die Ursachen des Krieges zu untersuchen. Nach dem Zweiten Weltkrieg sei dies unterblieben. Ausländische und deutschsprachige Historiker hätten sich sofort und ohne weitere Recherchen darauf festgelegt, dass die Alleinschuld am Zweiten Weltkrieg Deutschland und Adolf Hitler zufällt. Eine ernsthafte Auseinandersetzung über die Kriegsschuldfrage habe es deshalb nicht gegeben. Ende dieser Aussage. In der öffentlichen Wahrnehmung ist das seither so geblieben. Vielmehr noch, Überlegungen und Recherchen zur Mitschuld der Alliierten am Zweiten Weltkrieg sind heute in Deutschland mit einem Tabu belegt und im europäischen und amerikanischen Ausland offensichtlich auch. Ein paar ganz wenige Politiker und Historiker-Zitate, die einem kritischen Verstand sofort Zweifel an der Alleinschuldthese aufkommen lassen. Der italienische Ministerpräsident Francesco Nitti schrieb im Jahre 1923 in einem Rückblick auf die Kriegsgeschichte des Ersten Krieges: Noch niemals ist ein ernstlicher und dauerhafter Friede auf die Ausplünderung, die Quälerei und den Ruin eines besiegten großen Volkes gegründet worden. Dies und nichts anderes ist der Vertrag von Versailles. Der englische Abgeordnete Winston Churchill im November 1932 vor dem Unterhaus in London, also noch vor Hitlers Regierungsübernahme, sagte: Wenn die englische Regierung wirklich wünscht, etwas für den Frieden zu tun, dann sollte sie die Führung übernehmen und die Frage Danzigs und des Korridors ihrerseits wieder aufrollen, solange die Siegerstaaten noch überlegen sind. Wenn diese Fragen nicht gelöst werden, kann keine Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden bestehen. Der englische Botschafter in Berlin, Neville Henderson, 1939 im Rückblick auf die Politik der Sieger seit 1920. Er schrieb: Die Nachkriegserfahrung, also nach dem Ersten Weltkrieg, die Nachkriegserfahrung hatte Nazi-Deutschland unglücklicherweise gelehrt, dass man ohne Gewalt oder die Androhung von Gewalt nichts erreichen konnte. Und ein letztes Zitat: Der russische Historiker Sergei Kowaljow schrieb 2009, vor 2 Jahren, wer die Geschichte des Zweiten Weltkriegs unvoreingenommen erforscht hat, weiß, dass dieser infolge der Weigerung Polens begonnen hat, den deutschen Forderungen nachzugeben. Weniger bekannt ist freilich, dass die Forderungen Deutschlands höchst gemäßigt waren. Und die Forderungen kann man schwerlich als unbegründet bezeichnen. Diese 4 Zitate weisen nur auf eine der zahlreichen Spuren zum Zweiten Weltkrieg, nämlich auf den Vertrag von Versailles. Weitere Spuren, die zur Kriegseröffnung führen, entspringen Deutschlands Wiederaufstieg und Hitlers Versuch, Deutschland als Hegemonialmacht in Mittel- und Südosteuropa zu etablieren,
Präsident Roosevelts Weltmachtstreben für die USA, Stalins Zielen der Weltrevolution und der Rückgewinnung der polnischen Eroberungen russischer Gebiete von 1920-21, Englands selbstherrlichem Anspruch, die Machtverteilung auf dem europäischen Festland durch Kriege selbst zu entscheiden, Frankreichs Willen, die deutschen Land- und Bevölkerungsverluste von 1918 bis 21 auf Dauer zu zementieren, Polens Expansionsdrang seit 1918 und der Unterdrückung der nationalen Minderheiten in der Tschechoslowakei und in Polen sowie Italiens und Japans Kolonialismus. Das klingt hier sehr abstrahiert. Ich habe die Fakten dazu in meinem Buch beschrieben. Weitere Spuren für den Zweiten Weltkrieg entspringen der fortgesetzten Nichteinhaltung des Versailler Vertrages durch die Siegermächte und dem Wettrüsten der Amerikaner, Engländer und Japaner sofort nach dem Ersten Weltkrieg zur See und dem Wettrüsten der Sowjetunion und Deutschlands in den 30er Jahren. Inzwischen weiß ich, dass auch gut ein Dutzend deutschsprachiger Historiker mit dem Thema beschäftigt haben und zu gleichen und ähnlichen Ergebnissen gekommen sind wie ich. Auch sie haben das Tabu gebrochen. Aber über ihre Arbeiten wird in den Medien geschwiegen und sie werden bestenfalls mal verrissen. Ein Teil von ihnen ist vielmehr aus dem öffentlichen Dienst entfernt worden. Nun zur Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs. Die Lage in Europa ist seit dem Ende des Ersten Weltkriegs vor dem Zweiten Weltkrieg nie frei von Spannungen und Kriegen gewesen. Polen und die Sowjetunion hatten Spannungen und zwei Kriege. Polen und Litauen hatten Spannungen und einen Krieg. Italien und Albanien hatten einen Krieg. Frankreich und Italien hatten Differenzen um Territorien, genauso Dänemark und Norwegen, Italien und England, Jugoslawien und Österreich, Österreich und Italien, Deutschland und die Tschechoslowakei, Ungarn und die Tschechoslowakei, Polen und die Tschechoslowakei, England und Irland, Spanien und Italien, Rumänien und die Sowjetunion, Rumänien und Bulgarien. Das alles hält Europa zwar in einem gewissen dauerhaften Fieberzustand, doch der große Knall kommt erst, als Deutschland 1939 Danzig zurückverlangt und dazu noch eine exterritoriale deutsche Autobahn durch den polnischen Korridor hindurch. Bild 1 bitte. Es tut mir leid, dass man hier die Farben nicht sehen kann. Sie sehen Danzig, um das es ständig geht, da oben mit dem Kürzel DZ, darunter Westpreußen, Posen, das sind die ehemals preußischen Bereiche, die nach dem Ersten Weltkrieg an Polen abgetreten worden sind. Und die anderen Gebiete werde ich später erklären, nur damit Sie so ein bisschen die Orientierung haben. Wichtig ist die deutsche Forderung, auf die ich mehrmals zurückkomme, zwischen dem Reichsgebiet und dem seit 1921 abgetrennten Ostpreußen dort oben eine Verkehrstrasse in deutscher Hoheit und Regie bauen zu dürfen. Das ist der Strich, der oben durch Westpreußen geht. Im Original ist er hier rot eingezeichnet, aber die Technik ist farbenblind. Für mich hatte Adolf Hitler nach meinem früheren Verständnis den Zweiten Weltkrieg ausgelöst und verursacht, als er die Lösung der Danzig- und der Korridorfrage gegen Polens und Englands Willen durchgesetzt hat. 1967 hat der israelische Botschafter in Bonn, Asher Ben-Nathan, interessanterweise einmal auf die Frage eines Journalisten
wer denn den Sechstagekrieg ausgelöst und die ersten Schüsse abgegeben habe, geantwortet: Das ist gänzlich belanglos. Entscheidend ist, was den ersten Schüssen vorausgegangen ist. Und genau damit bin ich bei der Frage, die ich mir so früher nie gestellt habe: Was ist eigentlich den ersten Schüssen vom Zweiten Weltkrieg vorausgegangen? Und damit bin ich bei der Verursacherfrage angekommen. Ich habe in den 4 Jahren, in denen ich an diesem Buch gearbeitet habe, ja einiges gelesen, was meine einfache Sicht mit Hitler als alleinigem Verursacher des Zweiten Weltkriegs differenziert hat. Und da habe ich mich natürlich fragen müssen, woher ich dieses vereinfachte Geschichtsbild hatte. Ich hatte es aus dem, was man so hört und liest, aus dem, was ich in der Schule gelehrt bekommen habe und aus dem, was man damals so an Lektüre in der Nachkriegszeit bekommen hat. Und da habe ich mich natürlich gefragt, was die Schulkinder heute so über die Entstehung des Zweiten Weltkriegs in Deutschland lernen. Und da habe ich mir das Schulgeschichtsbuch meiner jüngsten Tochter genommen, mit dem sie durchs Abitur gegangen ist, vom Verlag Diesterweg, Unsere Geschichte, Band 4. Dieses Schulgeschichtsbuch von Diesterweg vermittelt das Bild von einer deutschen Reichsregierung, die 1939 auf Krieg drängt, die nicht vor allem die Danzig-Frage lösen will, sondern die Polen erobern will. Und dazu zitiert dieses Schulbuch aus einer Hitlerrede vom 22. August 1939, also eine Woche vor Kriegsausbruch, eine Rede, die Hitler vor Oberbefehlshabern der Wehrmacht hält. Und dieses Zitat möchte ich einmal vorlesen. Es steht in fast allen deutschen Schulgeschichtsbüchern. Hier sagt Hitler eine Woche vor Kriegsbeginn, sagt in Anführungsstrichen: Die Gegner haben nicht mit meiner großen Entschlusskraft gerechnet. Unsere Gegner sind kleine Würstchen. Ich sah sie in München. Nun ist Polen in der Lage, in der ich es haben wollte. Ich habe nur Angst, dass mir noch im letzten Moment irgendein Schweinehund einen Vermittlungsplan vorlegt. So steht es auf Seite 128 in diesem Geschichtsbuch. Die Schüler lernen mit diesem Redeauszug, dass Hitler Krieg um jeden Preis will. Ich erinnere Sie noch mal an den letztverlesenen Satz. Ich habe nur Angst, dass mir noch irgendein Schweinehund einen Vermittlungsplan vorlegt. Der Satz spricht Bände. Nur, er ist eine Fälschung. Er ist für den Nürnberger Prozess in diese Hitlerrede hineingefälscht worden, offensichtlich, um die Rede als Beweismaterial gegen die Hauptangeklagten des Nürnberger Prozesses etwas anzuspecken. Wie kann ich so sicher sein, dass es sich hier um eine Fälschung handelt? Es gibt von dieser Rede 7 sehr verschiedene Niederschriften von Zuhörern und Nicht-Zuhörern dieser Rede. 2 von diesen Niederschriften sind gespickt mit solchen inkriminierenden Hitler-Zitaten. Die eine dieser beiden Reden wurde vom Nürnberger Gericht sofort bei Vorlage als Fälschung entlarvt und zurückgewiesen. Sie war einfach zu plump gefälscht. Die zweite, aus der ich hier eben zitiert habe und die seit dem Nürnberger Prozess in allen Geschichtsbüchern und Dokumentensammlungen zitiert wird, haben die Nürnberger Ankläger ohne weitere Beweisführung zur authentischen Niederschrift erklärt. Dass auch sie eine Fälschung ist, ergibt sich aus dem Vergleich der 7 Niederschriften, aus den Kreuzverhören der Zuhörer dieser Hitlerrede, den Kreuzverhören im Nürnberger Prozess, aus der Weigerung der Nürnberger Richter, den wichtigsten Entlassungszeugen, einen Protokollanten der Rede, zur Vernehmung zuzulassen, daraus, dass das Nürnberger Gericht den Autor dieser inkriminierenden Niederschrift nicht nennen konnte, und daraus, dass diese offensichtlich ebenfalls getürkte Niederschrift aus derselben Schreibmaschine und auf dem gleichen Papier
niedergeschrieben worden ist, wie die zuerst vorgelegte zu plumpe Fälschung. Dieses alles festzustellen, hat mich eine Menge Zeit gekostet. An anderen Beispielen ist es mir später oftmals leichter gefallen, Indizien für Aktenmanipulationen und Fälschungen festzustellen. Ich will Ihnen ein Beispiel dafür geben. Wenn ich beim Studium von Büchern über diese Zeit oder gedruckten Dokumentensammlungen Sachverhalte gelesen habe, die mir unglaubwürdig vorkamen, habe ich sie in einer Sammelliste vermerkt. Oft handelte es sich um Vorgänge, die ich in den Originalakten im Archiv des Auswärtigen Amtes zu finden hoffte. Und wenn ich dann mal wieder in Berlin im Archiv war, dann habe ich diese Liste abgearbeitet, um festzustellen, ob die Sachverhalte so stimmen, wie sie in den Büchern gedruckt waren. Irgendwann fiel mir auf, dass die von mir gesuchten Stellen oft unter den schon fast braun vergilbten Aktenblender der Originalakten als einzige auf blütenweißem Papier geschrieben waren, also auf offensichtlich später ausgetauschten Blättern. Heute suche ich in solchen Fällen zuerst nach den weißen Blättern in den vergilbten Ordnern und dann habe ich fast immer sofort, wonach ich suche. Ein Archivdirektor hat mich mal gefragt, warum mir das aufgefallen ist und keinem anderen. Ich nehme an, das liegt daran, dass die Akten, um die es hierbei geht, bis 1956 als Siegerbeute in amerikanischem und englischem Gewahrsam waren. Wenn Texte in diesen Jahren in England und Amerika oder Amerika nachträglich abgeändert worden sind und dazu Blätter ausgetauscht worden sind, waren die alten originalen Blätter und die neuen geänderten Blätter 1956 noch gleich weiß oder fast gleich weiß, sodass nichts auffiel. Die Historiker, die kurz nach Rückgabe der Akten, also Ende der 50er Jahre, die Akten ausgewertet und darüber geschrieben haben, konnten also nichts bemerken. Aber heute sind wir 50 Jahre weiter. Und die originalen Blätter aus dem damals billigen Büropapier sind inzwischen hellbraun vergilbt. Die ausgetauschten Blätter waren von besserer Qualität und sie stechen in den Originalakten aus den späten 30er Jahren und frühen 40er Jahren heute weiß hervor. Andere Manipulationen ergeben sich für mich aus den Vergleichen der französischen, amerikanischen, russischen und englischen Dokumentensammlungen. Auch die Sieger haben sich später untereinander nicht geschont und manches zu Lasten ihrer Alliierten offengelegt, was wir aus den deutschen Dokumenten so nicht ersehen können. Und Manipulationen haben sich für mich auch aus den Falschzitaten und aus mangelhaften Übersetzungen oder Falschübersetzungen ergeben. Zurück zu dieser Hitlerrede. Mit ihr wird unseren Schülern vorgetäuscht, dass Hitler 1939 Krieg um jeden Preis wollte und dass er deshalb nicht verhandelt hat und nicht verhandeln wollte. Wussten Sie, dass Hitler noch am Nachmittag vor Kriegsbeginn dem Reichstagspräsidenten Göring seine Zustimmung für die Fortsetzung der Verhandlungen mit der britischen Botschaft in Berlin gegeben hat, um den Krieg doch noch abzuwenden? Wussten Sie, dass die deutsche Reichsregierung die britische Regierung gebeten hatte, wegen der deutsch-polnischen Probleme zwischen Polen und Deutschland zu vermitteln? Wussten Sie, dass Hitler in den letzten 10 Tagen vor Kriegsbeginn mit der italienischen Regierung, der französischen und der englischen korrespondiert hat, um die deutsch-polnischen Probleme ohne Krieg aus der Welt zu schaffen? Und wussten Sie, dass die deutsche Reichsregierung den Polen kurz vor Kriegsausbruch einen 16-Punkte-Vorschlag zur Regelung der deutsch-polnischen Probleme gemacht hat? Die Polen haben diesen Vorschlag nicht angenommen, was man noch verstehen kann, wenn es um den Inhalt geht, aber sie haben den deutschen Vorschlag auch sächlich nicht angenommen und so musste dieser Vorschlag über London nach Warschau gehen und kam so in die Hände der britischen Kabinettsmitglieder und so auch in die Hände des britischen Marineministers Cooper.
Herr Cooper hat, wie das Männer so manchmal tun, abends die unerledigten Akten in die Tasche gesteckt und mit nach Hause genommen. So lagen sie bei ihm zu Hause herum und seine kluge Frau hat diesen 16-Punkte-Vorschlag gelesen und zu ihrem Mann gesagt: Ich weiß nicht, was du willst. Der deutsche Vorschlag ist doch so vernünftig. Und da packte dem Minister Cooper das Entsetzen, denn ihm war plötzlich klar, dass die englische Öffentlichkeit genauso auf den deutschen Vorschlag reagieren könnte wie seine eigene Ehefrau. Und er rief stehenden Fußes die Redaktionen von Daily Mail und Daily Telegraph an und forderte sie auf, den deutschen Vorschlag in einem möglichst ungünstigen Licht darzustellen. Nun werden Sie sich fragen, woher ich weiß, was abends in der Familie Cooper passiert ist. Der Minister Cooper hat das später in seinen Memoiren selbst so beschrieben. Die Reichsregierung hatte der britischen Regierung auch angekündigt, dass sie diesen 16-Punkte-Vorschlag abends über Rundfunk der Welt bekannt geben wollte. Da erschien der britische Botschafter Henderson im Außenministerium und bat den Außenminister von Ribbentrop, diesen Vorschlag nicht über Rundfunk bekannt zu geben, mit der etwas fadenscheinigen Begründung, das könnte ja die Verhandlungen mit den Polen stören. Der französische Historiker Racinier hat nach dem Krieg über diesen deutschen Friedensvorschlag geschrieben: Hätten das französische und das britische Volk am 30. August 1939 von diesem deutschen Vorschlag Kenntnis gehabt, so hätten Paris und London kaum den Krieg an Deutschland erklären können, ohne einen Sturm der Entrüstung hervorzurufen, der den Frieden durchgesetzt hätte. In den letzten 10 Tagen vor Kriegsausbruch ist intensiv zwischen Berlin und London verhandelt worden, um die deutsch-polnischen Probleme ohne Krieg zu lösen. Die Polen weigerten sich, mit uns zu verhandeln. Welches waren die Probleme? Zweite Bild, bitte. Wir alle wissen noch, dass es um Danzig und die exterritorialen Verkehrsverbindungen vom Reichsgebiet in das damals abgetrennte Ostpreußen ging, also die sogenannte Korridorfrage. Was vergessen ist und seit dem Kriege aus den deutschen Schulbüchern verbannt ist, ist die humanitäre Tragödie der nicht-polnischen Minderheiten in Polen. Das nach 1918 wieder selbstständige Polen hatte neben 19 Millionen polnisch sprechenden und römisch-katholischen Staatsbürgern auch 5 Millionen Ukrainer, 2,5 Millionen Juden, die sie nicht als Polen zählten, 2 Millionen Deutsche, 1,2 Millionen Weißrussen und dazu noch in die zigtausende gehende Minderheiten an Litauern, Tschechen, Ungarn, Slowaken, Kaschuben und Slonzaken. Die 19 Millionen polnischen Polen versuchten von 1919 an, bitte Bild aus, versuchten von 1919 an, ihre etwa 11 Millionen nicht-polnischen Staatsbürger sprachlich zu polonisieren und konfessionell zu katholisieren. Sie kündigten das Minderheitenschutzabkommen, das ihnen die Siegermächte 1920 mit dem Versailler Vertrag auferlegt hatten und verfolgten die nicht-polnischen Staatsbürger im eigenen Staat. Wenn ich Ihnen jetzt etwas über das Schicksal der Volksdeutschen in Polen vortragen würde, würde sicher der ein oder andere von Ihnen denken, das kennen wir, das ist Vertriebenengerede. Ich will deshalb über die größte Minderheit im damaligen Polen sprechen, über die der 5 Millionen Ukrainer. Das Schicksal dieser Ukrainer ist deshalb besonders gut dokumentiert, weil zu der Zeit viele Ukrainer aus Polen nach Britisch-Kanada ausgewandert sind. Und so haben sich immer wieder britische Medien und britische Parlamente dafür interessiert, was sich mit den Ukrainern in Polen abspielt. So schrieb der Manchester Guardian vom 14. Dezember 1931:
Die Minderheiten in Polen sollen verschwinden. Diese Politik wird rücksichtslos vorangetrieben, ohne die geringste Beachtung der öffentlichen Meinung in der Welt, der internationalen Verträge und des Völkerbunds. Die Ukraine ist unter polnischer Herrschaft zur Hölle geworden. Von Weißrussland kann man dasselbe mit noch größerem Recht sagen. Das Ziel der polnischen Politik ist das Verschwinden der nationalen Minderheiten auf dem Papier und in der Wirklichkeit. Soweit der Manchester Guardian. Ich sagte, auch Parlamente haben sich immer wieder mit der Frage befasst. Und so liegt das Protokoll vom 15. Juni 1932 der Oberhausreden in London vor, in der ein Lord Noel Buxton über die jüngsten Verhandlungen beim Völkerbund berichtet. Und er sagt, in den letzten Tagen sind auf den Tagungen des Rats des Völkerbundes wichtige Fragen, die die nationalen Minderheiten betreffen, behandelt worden. Vor allem wurde auf der Januartagung ein Bericht verhandelt, der sich mit der sogenannten Terrorisierung beschäftigt, die im Herbst 1930 in der polnischen Ukraine stattgefunden hat. Die Assimilierung durch Zerstörung der Kultur ist dort an der Tagesordnung. Aus dem Korridor und aus Posen sind bereits nicht weniger als 1 Million Deutsche seit der Annexion abgewandert, weil sie die Bedingungen dort unerträglich finden. Im polnischen Teil Ostgaliziens wurden vom Ende des Krieges bis 1929 die ukrainischen Volksschulen um 2/3 vermindert. In den Universitäten, in denen die Ukrainer unter österreichischer Herrschaft 11 Lehrstühle innehatten, besitzen sie heute keinen, obwohl ihnen 1922 von der polnischen Regierung eine eigene Universität versprochen worden war. In dem Teil der polnischen Ukraine, der früher zu Russland gehörte, in Wolynien, sind die Bedingungen noch härter. In der ganzen Ukraine gibt es ein System der polizeilichen Verfolgung. Dieser Lord Noel Buxton fährt an späterer Stelle seiner Rede fort. Wir können in diesem Zusammenhang eine besonders beklagenswerte Tatsache nicht beiseite lassen, nämlich die Folterung von Gefangenen in Gefängnissen und von Verdächtigen, die sich die Ungnade der polnischen Behörden zugezogen haben. Überzeugende Beweise dafür, dass in solchen Fällen mittelalterliche Foltern angewandt werden, liegen zu meinem Bedauern vor. Diese Darstellungen wurden im Völkerbundsrat durch Lord Cecil als Delegiertem der britischen Regierung als das Gewissen der Menschheit erschütternd bezeichnet. Sie sind vom Völkerbundsrat nicht untersucht worden, wie das hätte erfolgen müssen. Soweit zwei englische Stimmen. Auch in Frankreich sind die Verhältnisse in Polen nicht ganz unbeobachtet geblieben. Ein französischer Slawistikprofessor, der den Anschluss der Westukraine an Polen vor Ort beobachtet und beschrieben hat, schreibt dazu: Es wurde erschossen, gehängt, gefoltert, eingesperrt, beschlagnahmt. Viele ukrainische Priester wurden hingerichtet. Um Überfüllungen zu vermeiden, machten die Polen keine Gefangenen. Die Gefängnisse von Lemberg quellen trotzdem über von Ukrainern aller Schichten, deren einziges Verbrechen darin bestand, Ukrainer zu sein oder ukrainisch zu sprechen. Den anderen Minderheiten ging es vergleichbar in Polen. 1939 verschlechterten sich auch die Lebensbedingungen der Deutschen in Polen wieder ganz dramatisch. Ich hatte schon erwähnt, dass 1920 von Polen aus der Minderheitenschutzvertrag des Völkerbunds einseitig gekündigt worden ist. Die deutsche Reichsregierung hat dann am 5. November 1937 einen bilateralen Minderheitenschutzvertrag mit den Polen geschlossen, dessen Wirkung aber auch bald verpuffte. Den Deutschen wurden 1939 Schulen geschlossen, Geschäfts- und Betriebslizenzen entzogen,
Arzt- und Apothekenapprobationen entzogen, Bauernhöfe angesteckt, Geschäfte boykottiert und Volksdeutsche auf offener Straße verprügelt. Und die Deutschen, die versuchten, dieser Drangsal durch Flucht aus Polen ins Reichsgebiet zu entkommen, wurden beim Grenzübertritt, wenn sie erwischt wurden, beschossen oder erschossen, wie ein paar Jahrzehnte später die Deutschen auf der DDR, die versuchten, in den Westen zu kommen. Trotzdem sind im August 1939, also unmittelbar vor Kriegsbeginn, bereits etwa 80.000 deutsche Flüchtlinge aus Polen in den Sammellagern in Deutschland oder auf dem Danziger Gebiet angekommen. Alle Minderheiten in Polen erleiden 1939 eine humanitäre Tragödie, wie die Minderheiten in Jugoslawien unter Milosevic. Nur das hat Europa noch im Gedächtnis, weil es durch Fernsehbilder vermittelt worden ist. Aber das, was sich in den 30er Jahren in Polen abgespielt hat, ist aus dem kollektiven Gedächtnis Europas völlig verschwunden. Und darüber schweigen sich unsere Schulbücher auch aus. Von 1920 bis 1939 gehen beim Völkerbund in Genf rund 15.000 Minderheitenbeschwerden aus Polen ein, denen der Völkerbund nicht abhilft. Der damalige Staatssekretär von Weizsäcker, stellvertretender Reichsaußenminister und übrigens auch Vater unseres späteren Bundespräsidenten, hat dazu in seinen Erinnerungen geschrieben: Unsere diplomatischen und Konsularberichte aus Polen zeigten, wie 1939 die Welle immer höher auflief und das ursprüngliche Problem Danzig und die Passage durch den Korridor überdeckte. In dieser Lage einer humanitären Katastrophe glaubte Hitler, zu einer baldigen Regelung der Minderheitenfrage, der Danzig- und der Korridorfrage kommen zu müssen. Und er hat das gegenüber den Briten und Franzosen 1939 in vielen Noten und Gesprächen ausgedrückt und gesagt, dass das Problem in diesem Jahr 1939 gelöst werden muss, und zwar wegen der humanitären Tragödie der 1 Million Volksdeutschen in Polen. Er hat den Polen seit Oktober 1938 immer wieder Vorschläge unterbreitet und dann im August 1939 ein Ultimatum gestellt. Etwas, was mich bei meinem Aktenstudium sehr erstaunt hat, ist, dass Hitler, nachdem die Wehrmacht voll aufmarschiert war, also hätte losschlagen können, nachdem er den Nichtangriffspakt mit der Sowjetunion in der Tasche hatte und nachdem der Angriffsbeginn bereits festgelegt war, dreimal den Angriffsbeginn hat verschieben lassen. Und er musste das ja jedes Mal der Wehrmachtsführung mitteilen und er hat das jedes Mal mit einer Begründung getan. Man kann diese Begründung heute in den Kriegstagebüchern nachlesen und sie ist immer die gleiche. Er sagt jedes Mal, wir verschieben, ich brauche noch Zeit zum Verhandeln. Und dann steht in den deutschen Schulgeschichtsbüchern das gefälschte Hitler-Zitat: Ich habe nur Angst, dass mir noch einer einen Vermittlungsvorschlag macht. Hitler hat sich bei seinen Verhandlungen eines schwedischen Vermittlers bedient, des schwedischen industriellen Birger Daleros. Daleros war ein Mann mit ausgezeichneten Privat- und Geschäftsverbindungen, sowohl nach London als auch nach Berlin. Er hatte sich für diese Vermittlerdienste selbst angeboten und er hat das gemacht, was man heute Pendeldiplomatie nennt. Er ist in den letzten 9 Tagen vor Kriegsausbruch ein- oder zweimal zwischen London und Berlin hin und her geflogen, hat die Noten der einen, der anderen Seite überbracht und jeweils erklärt, was damit gemeint ist, wo die harten Punkte sind, wo der Verhandlungsspielraum ist. Daleros war das, was man einen fairen Vermittler nennt. Man kann den Gang der Verhandlungen zwischen Deutschland und England in diesen letzten 9 und 10 Tagen vor Kriegsausbruch
haargenau aus den Aufzeichnungen dieses Bürgerdaleros rekonstruieren. Man kann sie genauso exakt aus den Akten des Deutschen Auswärtigen Amtes nachzeichnen und genauso präzise aus den Aufzeichnungen des englischen Foreign Office. Außerdem aus den Aufzeichnungen der damals beteiligten deutschen und englischen Botschafter. Und was das Verblüffende ist, die Aufzeichnungen, egal ob schwedisch, englisch oder deutsch, stimmen bis auf den I-Punkt überein. Es gibt überhaupt keinen Zweifel, was in den letzten 9 Tagen vor Kriegsbeginn verhandelt und gerungen worden ist, wie man aufeinander zugegangen ist, dann wieder Misstrauen gehabt hat, wer welche Stolpersteine gelegt hat. Es ist faszinierend, wie sich das rekonstruieren lässt. Trotzdem wird nichts davon in den deutschen Schulgeschichtsbüchern erwähnt. Natürlich auch nicht die humanitäre Tragödie der Minderheiten in Polen. Ich fand die Verhandlung der letzten Tage vor dem Krieg so spannend, dass die letzten Tage vor Kriegsausbruch in meinem Buch Tag für Tag, Stunde für Stunde und Minute für Minute nachgezeichnet habe. Denn es ist wirklich faszinierend, wie hier die Bälle hin und her gehen und eins logisch in das andere greift. Meine lieben Damen und Herren, wir machen nun einen Zeitsprung zurück auf 1918. Das deutsch-polnische Verhältnis war zwischen beiden Kriegen nicht immer so schlecht wie 1939. Der Start war schlecht und auch das Ende. Bild 3 bitte. 1918 nehmen sich die Polen, nachdem das Deutsche Reich gegenüber den USA, England und Frankreich im Westen hatte Frieden schließen müssen, die bis dahin deutsche Provinz Posen in der Mitte umrundet. Und sie versuchen, Oberschlesien zu übernehmen, unten eingekringelt, der südliche Teil von Schlesien. Und sie tun dies, ehe ihnen diese Gebiete in Versailles von den Siegern zugesprochen worden sind. Oben eingekringelt zwischen Pommern und Ostpreußen sind die Westpreußen. Westpreußen muss 1921 nachträglich noch an Polen abgegeben werden. Aber Westpreußen war immerhin zu 70% deutsch besiedelt und nur zu 22% polnisch, sodass dieser Landgewinn Polens in der Weimarer Republik, also in der Zeit vor Hitler, nie anerkannt worden ist. 1918 und 19 fordert Polen in Versailles außerdem Teile Pommerns, Schlesiens und ganz Ostpreußen für sich. Sie sehen Ostpreußen oben rechts, Pommern und Schlesien wieder ganz im Süden. Das wird auch gefordert, aber den Polen nicht zugestanden. Aber es hinterlässt, diese Forderung hinterlässt Ängste in Deutschland. 1921 startet Polen den Versuch, ganz Oberschlesien mit Milizen und den dort ansässigen polnischen Gastarbeitern zu erobern. Nach einer Volksabstimmung, die Polen zu verhindern sucht, erhält es das ostoberschlesische Industriegebiet von den Siegerstaaten zugestanden. Das ist ganz unten dieser kleine Teil. Nur klein, aber fein, mit sehr viel Schwerindustrie. Es geht weiter. 1933 fordert Polen Frankreich dreimal zu einem Zweifrontenkrieg gegen Deutschland auf, was die französische Regierung allerdings ablehnt. Polen verfügt 1933 mit 298.000 Mann im Heer, also fast 300.000 Mann, immerhin noch über dreimal so viel Militär wie Deutschland mit seinem 100.000 Mann her. So wird Polen vor Hitlers Amtsantritt 1933 von allen demokratischen Parteien in Deutschland und von der Reichswehr als Bedrohung angesehen. Erst unter den Diktatoren Hitler in Deutschland und Pilsudski in Polen gibt es eine Annäherung für ein paar Jahre,
die auch nach Pilsudskis Tod 1935 noch für eine Weile anhält. Nach Pilsudskis Versuch von 1933, die Franzosen zu einem Krieg gegen Deutschland aufzurufen, der ja gescheitert ist, lenkt Pilsudski ein und er schließt 1934 einen Freundschaftsvertrag mit Deutschland. Das nun stabile deutsch-polnische Verhältnis führt dazu, Bild 4 bitte, führt nun dazu, dass Polen sich 1938 seine Landerwerbung in der zerfallenen Tschechoslowakei von Hitler billigen lässt. Ganz unten sehen Sie ein eingekringeltes Gebiet, klein, aber auch ein Schwerindustriegebiet von großer Bedeutung. Die Polen wollen es haben, es liegt auf der Grenze und sie fragen die deutsche Reichsregierung, ob wir was dagegen hätten. Und sie fordern dabei auch die Grenzstadt Oderberg für sich, heißt heute Bohumin. Oderberg war eine teils deutsch, teils polnisch, teils tschechisch bewohnte Grenzstadt. Bitte behalten Sie Oderberg im Gedächtnis, ich komme da gleich wieder drauf zurück. Da Polen von 1918 bis 1938 seine Nachbarn Sowjetunion, Litauen, Deutschland und Tschechoslowakei je ein- oder mehrfach angegriffen und ihnen Grenzgebiete abgenommen hat, ist Polen bis Anfang 1939 für England das, was wir heute als Schurkenstaat bezeichnen. Engländer hatten einen schlimmeren Ausdruck damals, sie haben gesagt, das sind Schakale. Obwohl sich Deutschland und Polen bis 1938 angenähert hatten, gibt es nach wie vor die drei deutsch-polnischen Probleme, nämlich die Wahrung der Menschenrechte für die Volksdeutschen in Polen, den deutschen Wunsch, dann sich wieder an Deutschland anzuschließen. Schließlich hatte die zu 97% deutsche Bevölkerung Danzig das über die Jahre immer wieder gefordert. Und Danzig war nicht etwa Teil des Staates Polen, sondern eigene kleine Republik und Völkerbundsmandat geworden. Aber die Sieger hatten den Polen in Danzig besondere Zoll-, Post-, Bahn- und Handelsrechte eingeräumt. Das dritte Problem ist der deutsche Wunsch nach exterritorialen Verkehrswegen vom Reichsgebiet in das seit 1921 abgetrennte Ostpreußen. Bild 5 bitte. Dieser deutsche Wunsch kommt nicht von ungefähr. Ostpreußen ist nach zwei Verträgen zunächst durch 8 Eisenbahnverbindungen über nun polnisches Gebiet mit Pommern und Schlesien verbunden. Sie sehen diese gerade gezogenen Striche. Nach den Verträgen sind die Transitgebühren in Zloty zu bezahlen, was zunächst keine Schwierigkeit bedeutet. Aber während und nach der Weltwirtschaftskrise nimmt Deutschland nicht mehr genug Zloty-Devisen ein, um seine Außenhandelsverpflichtungen und die Transitgebühren voll zu bezahlen. Um aber die Gebühren trotzdem zu entrichten, überweist Deutschland regelmäßig die an Zloty fehlenden Beträge in Reichsmark. Doch Polen sieht darin einen Vertragsbruch, was es ja objektiv auch gewesen ist. Wir konnten das nicht bezahlen, haben damit den Vertrag gebrochen. 67% der damaligen deutschen Eisenbahntransporte über polnisches Gebiet, 67% sind haargenau 2/3, dienen aber der Energieversorgung von Ostpreußen. Sie fahren Kohle aus Oberschlesien für Industrie, Gewerbe, Hausbrand und die Stromerzeugung in die abgeschnittene Provinz. Schließlich droht Polen einmal damit, bei weiterhin unvollständigen Zloty-Überweisungen auch die letzten Strecken zwischen Ostpreußen und dem Reichsgebiet zu schließen. Und damit wäre Ostpreußen von seiner Energieversorgung abgeschnitten und dem wirtschaftlichen Ruin preisgegeben, wie 2 Jahrzehnte später Berlin durch die sowjetische Blockade. So kommt auf deutscher Seite die Idee auf, ganz konkret im Reichswirtschaftsministerium, mit Polen statt über Zloty-Zahlungen zu sprechen, lieber über exterritoriale Verkehrswege in deutscher Hoheit und Regie durch den Korridor zu verhandeln. So kam diese Forderung auf. Damit stehen 39 die drei erwähnten
deutsch-polnischen Probleme auf der Tagesordnung. Ich nenne sie noch mal nach ihrer Dringlichkeit. Erstens, Los der deutschen Minderheit in Polen. Zweitens, Transitwege nach Ostpreußen. Und drittens, die Zukunft der Stadt Danzig. Heute hat sie im Geschichtsbild die Problematik Danzig nach vorne geschoben, aber das war eigentlich das Unwichtigste und hätte warten können. Bitte aus. Hitler glaubt 1938, zwei Trümpfe für die Lösung dieser Probleme in der Hand zu haben. Erster Trumpf, die polnischen Regierungen hatten die 16 deutschen Reichsregierungen vor Hitler gebeten, ihre Gebietsgewinne in Posen, Westpreußen und Oberschlesien als endgültig anzuerkennen. Alle Regierungen der Weimarer Republik hatten das abgelehnt. Hitler bietet diese Anerkennung an. Der zweite Trumpf, die Polen hatten 1938 bei ihrer Annexion des tschechischen Industriegebiets von Teschen auch die zum Teil deutsch bewohnte Grenzstadt Oderberg mit annektieren wollen. Ich hatte Oderberg vorhin erwähnt. Das Auswärtige Amt in Berlin hatte dagegen Einspruch eingelegt. Doch Hitler schreitet hier ein und gesteht Oderberg den Polen zu. Sein Argument: Wir können nicht um jede deutsche Stadt mit Polen feilschen. Und seine Hoffnung war dabei, dass Polen dafür der Wiedervereinigung der deutschen Stadt Danzig mit dem Reich zustimmen wird. Nach der Annexion des Teschener Gebiets und der Stadt Oderberg durch Polen im September 1938 beginnt Hitler im Oktober 1938 die Verhandlungen mit den Polen über Danzig, den Korridor und die Minderheitenfrage. Also ein direkter zeitlicher Zusammenhang. Erst das eine, dann das andere. Sein erstes Angebot, die Anerkennung der polnischen Gebietsgewinne seit 1918 und zweitens die Verlängerung des deutsch-polnischen Freundschaftsvertrages von 10 auf 25 Jahre. Im Januar 1939 legt Hitler noch einmal nach und er schlägt vor, Danzig kommt politisch zur deutschen Gemeinschaft, bleibt wirtschaftlich bei Polen. Das ist eine in meinen Augen durchaus faire Kompromissformel gewesen, denn Danzig gehörte vorher ja politisch auch nicht zu Polen. Bis in den März 1939 gibt es bei den deutsch-polnischen Verhandlungen leichte Annäherung, aber Gott sei es geklagt, keinen Durchbruch. Zu der Zeit ist Polen in Europa wegen seiner vielen Kriege seit 1920 und wegen der Teschen-Annexion kurz zuvor in England noch geächtet. Ende März 1939 aber wendet sich das Blatt. Hitler begeht seinen großen Fehler. Er erklärt die Tschechei gegen früher gegebene Versprechen zum deutschen Protektorat und lässt sie besetzen. Nun suchen die Briten Verbündete gegen Deutschland. Sie bieten Polen einen Beistandspakt ein und Polen wechselt seinen Partner und geht auf Englands Seite über. Obwohl die deutsch-polnischen Gespräche zunächst noch weiterlaufen, schließt Polen Ende März 1939 den Vertrag mit England, macht seine Truppen teilmobil, das heißt verdoppelt die Streitkräfte, stellt Korpsstäbe auf und disloziert sie da, wo sie sie dann im Krieg brauchen und lässt Truppen in Richtung Ostpreußen aufmarschieren. März 1939. Hitler reagiert und gibt am 3. April 1939 der Wehrmacht erstmals den Befehl, einen Angriff gegen Polen so vorzubereiten, dass er am 1. September beginnen kann. Nun herrscht Eiszeit zwischen Polen und Deutschland. Dennoch macht die deutsche Reichsregierung noch ein paar Versuche, weiter zu verhandeln. Doch die Polen erklären nun, der Status der freien Stadt Danzig beruhe nicht auf dem Vertrag von Versailles, sondern auf der jahrhundertelangen Zugehörigkeit Danzigs zum Königreich Polen. Und Polen und Westpreußen gehörten de jure und de facto längst zu Polen und die deutsche Anerkennung sei keine Gegenleistung. Hitler bietet dann die englische Regierung um Vermittlung bei den Polen. Am 30. August, Bild 6 bitte, macht Hitler den von mir schon zitierten 16-Punkte-Vorschlag,
Er schlägt als wesentliche Punkte vor: Die Bevölkerung im Korridor soll in einer Volksabstimmung selbst abstimmen, wo sie hingehören will, zu Polen oder zu Deutschland. Der Abstimmungsraum ist der in leichtem Grau gezeichnete, von hier bis zur Küste hinauf. Zum Vorschlag gehört: Der Wahlverlierer bekommt exterritoriale Verkehrswege durch den Korridor. Bleibt der Korridor bei Polen, kriegt Deutschland eine Verbindung nach Ostpreußen. Das ist der oben West-Ost querlaufende Strich. Bleibt der Korridor, kommt der Korridor aber an Deutschland, bekommt Polen einen exterritorialen Weg aus Zentralpolen nach Gdynien an der Ostsee. Und, das gehört auch zum Vorschlag, der Hafen und die Stadt von Gdynien bleiben unabhängig vom Wahlausgang bei Polen, damit Polen immer einen Ostseezugang behält. Und Polen behält außerdem seine Handelsprivilegien in Danzig. Das ist der letzte deutsche Vorschlag vor dem Krieg. Soweit zu der angeblichen Verhandlungsunwilligkeit Hitlers vor dem Krieg. Meine Damen und Herren, ich möchte noch etwas zu den Quellen sagen, aus denen ich geschöpft habe. Und etwas zum Abschluss des Hitler-Stalin-Pakts, der dem Krieg ja unmittelbar vorausgeht. Die am häufigsten von mir verwendeten Quellen sind die Akten der diversen Außenministerien, der Außenämter. Sie geben ja Aufschluss über den Umgang der Staaten miteinander. Sie wissen wahrscheinlich, dass es üblich ist, dass alle Außenministerien 30 Jahre nach Ereignissen ihre Akten zu den Ereignissen der Öffentlichkeit und der Wissenschaft zur Verfügung stellen. Dann werden Akten ausgesucht, redigiert, zusammengestellt, gedruckt, veröffentlicht und herausgegeben. Jeder Aktenband, sind fast alle gleich groß, egal ob Russen, Deutsche, Amerikaner, Engländer, ist DIN A4 groß, diese Größe, und etwa so dick. Es ist also eine Menge Stoff, durch den man sich hindurch lesen muss. Man stößt beim Lesen solcher Akten, wie auch anderer Quellen, auf manche Eigentümlichkeit. Die erste fast selbstverständliche Eigentümlichkeit ist, dass jede Regierung und jede Nation die Quellen, die sie drucken und veröffentlicht lässt, sie in einem günstigen Licht dastehen lässt. Also das, was sie gedruckt vorfinden, ist immer eine Auswahl. Diese Eigenheit darf eigentlich nicht wundern. Eine zweite Eigentümlichkeit habe ich sehr spät bemerkt, nämlich Fälschungen in den offiziellen Akten. Ich fand zum Beispiel eine gefälschte Hitlerrede in den gedruckten Veröffentlichungen des Deutschen Auswärtigen Amtes. Man veröffentlicht ja kein selbstbelastendes Material, wenn man weiß, dass es gefälscht ist. Ich konnte mir auf dieses Phänomen selber keine Antwort zusammenreimen und habe deshalb den Geschichtsprofessor befragt, der mich bei meinen Arbeiten begleitet hat. Der hat mir am Telefon ausgelacht und hat gesagt: Lieber Schulze-Hornhoff, lesen Sie mal in dem Aktenband das Vorwort. Und Sie können in allen deutschen Akten der Vorkriegszeit und der Kriegszeit das Vorwort lesen, steht immer das Gleiche drin. Da steht drin, dass diese deutschen Akten ausschließlich von französischen, englischen und amerikanischen Historikern und Archivaren ausgewählt und zusammengestellt worden sind. Die einzigen deutschen Hände, die an diesen Akten mitgearbeitet haben, sind die des Buchdruckers und Buchbinders. So haben die Sieger auch hier durch Auswahl der Akten dafür gesorgt, dass sich ihre Lesart von Geschichte weitervermittelt. Aber auch die von den Franzosen, Engländern und Amerikanern ausgewählten und herausgegebenen deutschen Akten sind aufschlussreich genug, genauso wie die offiziellen englischen, amerikanischen und so weiter, obwohl auch die nur Auswahlen sind. Jeder Band hat ungefähr so eine Dicke. Und wenn Sie alles lesen wollten, ich habe hier die Zeit von 1900 bis 1939 bearbeitet, dann würde ich noch jahrelang mit Lesen zubringen. Also habe ich immer nur nach den Dingen gesucht, über die ich etwas wissen wollte und über die ich etwas schreiben musste.
Aber man will ja auch wissen, was vorher passiert ist und was nachher gefolgt ist. So habe ich immer ein bisschen vorher und auch danach gelesen und bin dabei auf manches gestoßen, nachdem ich überhaupt nicht gesucht habe. Und davon bekommen Sie nun ein Beispiel und damit schließe ich ab. So steht in allen deutschen Geschichtsbüchern Hitlers Untat, die drei baltischen Staaten Stalin zu überlassen. Und zwar mit dem geheimen Zusatzprotokoll vom 23. August 1939. Auf mich hat das immer wie ein finsteres Komplott zwischen Hitler und Stalin gewirkt, mit dem die Litauer, die Letten, die Esten, Finnland und Ostpolen der Sowjetunion zugesprochen worden sind. Dieses geheime Zusatzprotokoll existiert und es ist eine Schweinerei. Ich fand aber die Begleitumstände, unter denen dieses Protokoll zustande gekommen ist, interessant. Und ich hatte das vorher nie gelesen, aber ich habe das, so wie ich es jetzt vortrage, in den deutschen Akten gefunden und zusammengestellt. Unmittelbar vor den deutsch-sowjetischen Verhandlungen im August 1939 fanden sowjetisch-französisch-englische Verhandlungen in Moskau statt. Und da waren es die Franzosen und Engländer, die den Sowjets die drei baltischen Staaten zugestanden hatten, um sich damit einen Vertrag bei ihnen zu erkaufen, einen Vertrag gegen Deutschland. Also gleiche Schweinerei schon bei Engländern und Franzosen, was unsere allerdings nicht besser macht. Nun kommt mein Zufallsfund in den Akten des Auswärtigen Amtes. Ich lese dort, wie bekannt, dass die deutsche Reichsregierung einen Nicht-Einmischungspakt mit der Sowjetunion anstrebt und deshalb in Moskau vorstellig wird. Der deutsche Botschafter in Moskau, Graf von der Schulenburg, erhält einen Besuchstermin beim sowjetischen Außenminister Molotow, der ihm in Frageform vier Verhandlungsgegenstände vorschlägt. Punkt 1 ist der erbetene Nichtangriffspakt. Punkt 4 ist, hören Sie aufmerksam zu, eine gemeinsame deutsch-sowjetische Garantie für den Fortbestand der unabhängigen drei Baltenrepubliken. Der Botschafter meldet das sofort an den Reichsaußenminister von Ribbentrop in Berlin und der antwortet auf diesen Vorschlag mit einem Brief und erklärt sich mit den vier Verhandlungsgegenständen der Sowjets einverstanden. Und dabei schreibt er auch ausdrücklich, dass Deutschland bereit ist, die Unabhängigkeit der drei Baltenstaaten zusammen mit der Sowjetunion zu garantieren. Beim nächsten Treffen Molotows mit von der Schulenburg sagt Molotow, dass Deutschland den Nichtangriffspakt haben kann, aber nur, wenn dazu ein geheimes Zusatzprotokoll unterschrieben wird. Und er betont am Ende des Gespräches noch einmal, Pakt ja, aber nur mit geheimem Zusatz. Da fragt der deutsche Botschafter, wie das seines Amtes ist, auf der Stelle, was denn in diesem Zusatz stehen soll. Molotow gibt ihm keine Antwort. Die deutsche Seite glaubt nun, es ginge im geheimen Protokoll um die Bestandsgarantie für die drei Balten. Oder zumindest es ginge auch darum. Als der deutsche Botschafter aus Moskau den Außenminister in Berlin von diesem neuerlichen Gespräch mit Molotow unterrichtet, versichert der Minister in seiner Antwort, dass er mit allen Verhandlungsgegenständen einverstanden ist und sagt nochmal expressis verbis, dass er auch mit der deutsch-sowjetischen Garantie für die drei Baltenstaaten einverstanden ist. Sie merken, ich erwähne das zum so und so vielten Mal. Ich tue das bewusst, weil in jedem Gesprächsprotokoll und in jedem Brief diese Bestandsgarantie für die drei Baltenstaaten erwähnt wird. Es ist also so gewesen. Hier kann es sich nicht um ein Verhören von irgendjemand handeln, sondern das war Fakt. Kurz darauf leitet Molotow der deutschen Seite einen Entwurf des Nichtangriffspaktes zu. Der Text für das geheime Zusatzabkommen fehlt. Es ist ja üblich, dass man solche Texte vorher austauscht, und wenn man sie, wenn sie nicht gefallen, notfalls nachverhandelt. Statt des noch fehlenden Textes lädt Stalin Reichsaußenminister von Ribbentrop nach Moskau ein. Am 23. August 1939, 7 Tage vor Kriegsausbruch, reist der deutsche Außenminister mit Verhandlungs- und Unterzeichnungsvollmacht nach Moskau. Um 16 Uhr an diesem Tag tritt er von Ribbentrop erstmals in seinem Leben
Stalin im Kreml gegenüber. Und von Ribbentrop glaubt immer noch, dass er gleich neben dem Nichtangriffspakt auch die Garantie für die drei Baltenstaaten unterschreiben soll. Aber um Mitternacht wird der Nichtangriffspakt und mit ihm zusammen dieses geheime Zusatzabkommen unterschrieben. Das Abkommen, mit dem die drei Baltenstaaten, Finnland und Ostpolen, den Sowjets als Interessengebiet zugesprochen wird. Was ist in den 8 Stunden zwischen 16 Uhr, dem ersten Zusammentreffen, und Mitternacht der Unterschrift geschehen? Molotow eröffnet von Ribbentrop den Inhalt des geheimen Zusatzabkommens, die Aufteilung Osteuropas in 2 Interessensphären. Das ist dem von Ribbentrop eine Nummer zu groß, obwohl er Verhandlungsvollmacht hat. Das möchte er nicht selber entscheiden. Er bittet um eine Konferenzunterbrechung, die wird ihm gewährt. Von Ribbentrop fährt aus dem Kreml in die deutsche Botschaft, ruft von da aus Hitler auf dem Obersalzberg bei Berchtesgaden an und berichtet, wie die Dinge sich entwickelt haben. Hitler ist selbst überrascht, aber die deutsche und die polnische Armee sind voll gegeneinander aufmarschiert, die Dinge kochen hoch, er braucht jetzt diesen Vertrag und sagt von Ribbentrop, er solle unterschreiben. So ist dieses geheime Zusatzabkommen ein Überraschungscoup der Sowjets. Obwohl das heute jeder deutsche Historiker in den Akten des Auswärtigen Amts nachlesen kann, wird immer noch das Gegenteil geschrieben. Und vor einiger Zeit hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung auch mal wieder das Gegenteil verbreitet. Deshalb haben die ja den Werbespruch, hinter dieser Zeitung steckt immer ein kluger Kopf. So hatte ich die ganze Geschichte jedenfalls noch nie in einem deutschen Geschichtsbuch gelesen. Und das war so einer meiner vielen Zufallsfunde, die ich beim Lesen in diesen Akten gemacht habe. Bei genauer Akteneinsicht stellt sich eben manches anders dar, als wir das so kennen. Das Vorgehen des Deutschen Reichs in diesem Falle ist ein Vergehen, man kann auch sagen Verbrechen, an der Souveränität der Balten und der Finnen, obwohl solche Abkommen damals üblich waren. Engländer, Amerikaner, Franzosen, Spanier, alle haben solche Abkommen zulasten anderer geschlossen. Zu dem geheimen Zusatzabkommen gehört auch, dass Deutschland der Sowjetunion freie Hand in Ostpolen eingeräumt hat. Kaum, dass das geheime Zusatzabkommen unterschrieben ist, etwa Mitternacht, wird es noch am gleichen Vormittag, etwa 10 Uhr, von einem deutschen Diplomaten aus der deutschen Botschaft in Moskau an einen amerikanischen Diplomaten aus der amerikanischen Botschaft in Moskau verraten. Der amerikanische Botschafter telegrafiert den Inhalt des geheimen Zusatzabkommens sofort nach Washington. Und wenn Sie an die Zeitdifferenz zwischen Moskau und Washington denken, ist Ihnen klar, dass der Inhalt des geheimen Zusatzabkommens morgens im Oval Office auf dem Schreibtisch des amerikanischen Präsidenten Roosevelt lag, als der zum Dienst erschien. Roosevelt hat also sofort Kenntnis davon, dass Polen nun von Deutschland und der Sowjetunion bedroht ist. Roosevelt hält dies Wissen vor den Polen geheim. Er lässt die Polen stattdessen wissen, sie sollten in der Danzig-Frage unnachgiebig bleiben. So hat Roosevelt die Polen wissentlich in eine deutsch-sowjetische Falle laufen lassen. Roosevelt wollte verhindern, dass Polen in der Danzig-Frage doch noch nachgibt und dass damit der Krieg gegen Deutschland ausfällt. Roosevelt wollte keine deutsch-polnische Einigung. Roosevelt wollte Krieg. Die Einzelheiten auch hierzu sind sehr interessant. Man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Polen in Kenntnis dieser neuen Gefahr lieber auf ihre ohnehin begrenzten Rechte im Freistaat Danzig verzichtet hätten, als stattdessen Ostpolen an die Sowjets zu verlieren. Und dann wäre uns der Krieg von 1939 auch erspart geblieben. Ich danke Ihnen für Ihr aufmerksames Zuhören. Sollten Sie sich für mehr interessieren, stehe ich Ihnen da hinten mit etwas Lesbarem zur Verfügung.
dass ich Ihnen auch gerne persönlich signiere. Vielen herzlichen Dank, Herr General. Wir haben gehört. Ja. Es war eine sehr kostbare Seite. Wer hat schon die Gelegenheit, einmal hinter die Kulissen zu schauen, in diesem Umfang, in diesem Stil, mit diesen Materialien, wie Herr Schulze-Ronhoff das erklärt hat. Also wir sind äußerst dankbar für so eine Gegendarstellung. Natürlich ist das jetzt ziemlich hohe Materie, was wir gehört haben. Kinder kommen hier gar nicht mit. Aber wenn wir Eltern ihnen dann helfen, den Schulstoff ein bisschen zu vergleichen und uns etwas vertiefen in diese Substanz, glaube ich, kann es ziemlich ein abgerundetes Bild der Wirklichkeit geben. Als HZK liegt es uns nicht in erster Linie am Herzen, dass wir alles verstehen mit dem Kopf. Es liegt uns am Herzen, dass wir die Dinge, die wir hören, mit nach Hause nehmen und mal richtig reinknien, die Dinge nachverdauen, sie nochmal hören und dann aufs Herz hören. Das ist unsere Botschaft. Der Mensch hat eine Intuition. Das, was die Wahrheit beinhaltet, führt uns innerlich hoch. Es hebt uns hoch. Was Lüge ist, drückt es nieder. Also vergleichen wir diese Geschichtsschreibungen, wie wir sie kennen. Wenn es verwirrt und unklar wird und runtergeht, wissen wir, wie die Tierlein intuitiv, das fressen wir nicht, diese Botschaft. Und wenn das, was wir heute gehört haben, wenn das hochführt, es hat einen guten Geschmack, guten Geruch, dann wissen wir, das können wir essen. Mein persönliches Statement, es hat mir geschmeckt. Herzlichen Dank nochmal. Danke.